Hallo Freunde des gepflegten Basenbaus und willkommen zurück zu Satisfactory im Early Access experimenteller Build Update 5. Und ohne große Vorrede stürzen wir uns doch glatt ins Abenteuer. Ich bin in der Wüste gelandet und beginne eine Basis aufzubauen mit perfekter Automatisierung. Na, so weit sind wir noch nicht, aber schon ziemlich nahe dran. Und zwar, ihr seht, ich habe tatsächlich im Off etwas gearbeitet und die planlos im Wüstensand verteilten Anlagen zurückgebaut. Noch nicht alle sind weg. Die müssen sich quasi erstmal leeren. Aber, Moment. Hoppala. Einiges ist doch schon passiert. Kurze Vorstellung. Auf der Seite wird Kupfer verarbeitet. Also es wird hier gefördert. Geht hoch zu den Schmelzern. Wird zu Barren verarbeitet. Hier ein Schmelzer ist sogar noch gar nicht in Betrieb. Und die Kupferbahnen werden dann zu Kupferdraht und zu Kupferblech verarbeitet. Und ein Teil des Kupferdrahtes zu Kabel. Und ihr seht, Ressourcen, ist das nicht toll? Das funktioniert. Auf dieser Seite hier verarbeite ich Eisenerz zu Eisenplatten. Zu diesem Zweck habe ich die Mine, die wir in der letzten Folge erschlossen haben, über ein Förderband bisher her verbunden und die Schmelzer und die Konstruktorin hierhin platziert, wo ich schon halt die beiden anderen hatte. Ja, so stehen die zusammen. Auf der anderen Seite dasselbe für die Schrauben. Hervorragend. Schrauben und Eisenplatten. Was ergibt das? Richtig, das ergibt die verstärkte Eisenplatte. Kommt hier rein. Da schaut's. Es kommen Eisenplatten. So, das ist hier die Schraubenproduktion. Und ein Teil der Schrauben geht. Hui! Zu dieser Produktion. Und zwar produziere ich hier Rotoren. Einziges Problem, was ich hier habe, ich habe nicht genügend Schrauben. Das heißt, hier stockt es etwas. Aber das macht nichts. Und hier? Eisenstäbe. Und zwar genügend. Genügend. Weil, Begründung kommt sofort, dieser Miner hier hinten steht auf einem reinen Vorkommen. Das heißt, er produziert alleine schon jetzt in der Ausbaustufe, wie ich sie jetzt habe, ohne Übertaktung, beziehungsweise genau 120 Einheiten pro Minute. Und die kriege ich ja noch gar nicht weg. Ihr seht, ich habe hier gerade mal 2 Schmelzer und jeder Schmelzer macht 30. Das heißt, ich verarbeite hier gerade mal 60 Einheiten in der Minute. Was ich mit den anderen 30 mache, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier auf alle Fälle ein bisschen Platz gelassen, um die Produktion noch zu erhöhen, wenn es denn sinnvoll wäre. So, jetzt springe ich mal hier runter. Hui! Hier unten stehen jetzt noch ein paar Konstruktoren von meiner ursprünglichen Anlage. Die kann ich jetzt zurückbauen, weil sie sind leer. Sie haben jetzt keine Ressourcen mehr. Das heißt, ich kann sie abbauen. Das ist gut. So, halt. So. Ne? Alles ist weg, bis auf der Container. Und der Container, der hat noch ein paar Sachen. Und die schmeiße ich natürlich nicht weg. Die nehme ich jetzt hier mal ein bisschen mit, räume den Container aus. Wenn er leer ist, reiße ich ihn ab. Dasselbe habe ich jetzt hier auch gemacht. Hier war früher meine Schraubenproduktion. Die habe ich jetzt nach oben verlegt. Und ja.
diese Konstruktoren, die machen sich noch leer. Beziehungsweise ich mache es tatsächlich noch so, ich fülle die jetzt hier immer noch ein bisschen per Hand auf. So. Damit die hier noch ein bisschen laufen, um diesen Fabrikator hier am Laufen zu halten. Weil ich es kann. So, hier tun wir jetzt noch ein paar Dinge rein. Alles, was ich jetzt hier nicht alles brauche, im Moment, das machen wir mal so. Jetzt einlagern. Hervorragend. Da ist nämlich jetzt der Container voll. Und alle freuen sich. Ja, jetzt gehe ich nochmal schnell hier hin. Ja, nehmen wir mit. Ne? Nehmen wir alles mit. Inzwischen ist es auch so, dass, ihr seht es, ich verbrenne auch wieder Biotreibstoff. Das heißt, halt, wir gucken nochmal rein. Meine Auslastung ist, ja, ne? Da geht was. Weiterhin, in der letzten Folge haben wir doch ein paar Festplatten gefunden. Ja, die werden wir jetzt mal erforschen und schauen, was uns da erwartet. Weiterhin. Hui. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry grants access to new, simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Okay, für diese Stufen brauche ich schon Stahlprodukte. Da kann ich jetzt noch nicht wirklich mit dienen. Aber Fahrzeugtransport und Inventarplätze. Das können wir doch schon bedienen. Halbwegs zum Beispiel zumindest. Interessant. Den wählen wir mal aus, diesen Meilenstein. Und ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar. Moment, mal überlegen. Mal überlegen, Moment. Ich baue jetzt gerade diesen Konstruktor um, damit er diese modularen Rahmen produziert. Weil soweit bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, um eine gescheite Produktion anzuleiern. Aber das mache ich jetzt hiermit. Wop, wop. Und produziere zwei modulare Rahmen in der Minute. Das sollte ich doch hinkriegen. Ja, natürlich kriege ich das hin. Hui! Mit anderen Worten, es läuft. So, schauen wir nochmal nach unserem Strom. Ja! Ja, ja, ja. Ich habe hier noch ziemliche Zacken drin. Die Zacken kommen daher, dass sich immer mal wieder Gebäude abschalten, weil sie nicht produzieren können. Entweder fehlt es ihnen an Ressourcen, wie zum Beispiel jetzt hier bei diesen beiden Fabrikatoren. Oder sie produzieren so viel Ressourcen, dass sie nicht schnell genug abtransportiert werden können. Dann steht natürlich die Produktion auch still. Und damit kommt und so kommt es halt zu diesen Zacken im Energieverbrauch. So.
widmen wir uns mal dem nächsten Thema. Und dieses Thema heißt Stahl. Ich brauche Stahl. Stahl, 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 Stahl. Was brauche ich zu Stahl? Um Stahl herstellen zu können, also Stahlbarren herstellen zu können, benötige ich Kohle und Eisenerz in einer Gießerei. Was ist eine Gießerei? Moment, ich zeig's euch. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Da, neu hinzugekommen. In dieser Gießerei kann ich dann diesen Stahl erzeugen. Und weiterverarbeiten. Was brauche ich denn zum Beispiel? Stahlrohre, Stahlträger und Stahlbeton. Das sieht cool aus. Hier hinten, seht ihr es? Hier habe ich noch ein Kohlevorkommen und da hinten habe ich Eisenerz. Deswegen baue ich hier auch gerade diese Stromleitung hier hin. Moment. Zoop. Hui. Ich liebe diese Funktion. Oh, seht, seht. Ein Schneckchen. Hervorragend. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier runter? Natürlich mit einer Rampe. Was? Leitung ist zu lang. Okay. Kann ich hier noch anstöpseln? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt. Leitung ist zu lang. Na gut. Hinab. Autsch, das war doch zu hoch. Kohle pro Minute. Das hört sich erstmal ganz gut an. Ich gehe mal in die Logistik. Und ersetze das MK1-Band durch ein schnelleres MK2-Band. Ich schaffe es natürlich nicht vollständig. Hau zumindest schon ein bisschen. Damit ich hier mehr Kohle transportieren kann und das vierte Kohlekraftwerk wieder anschließen kann. Das habe ich ja abgeschalten, weil die 60 Einheiten pro Minute nicht ausgereicht haben, um wirklich kontinuierlich Kohle heranzuschaffen. Warum auch immer. Also zack, 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 zack. Moment, halt. Das ist ein normales Vorkommen mit 60 Einheiten in der Minute ohne Übertaktung. Fast ein bisschen zu weit gelaufen. Schaut mal hier.
ein normales Eisenerzvorkommen. Hervorragend. Ebenfalls 60 Teile in der Minute. Das ist doch hervorragend. Gießerei. Ach, kann ich nicht bauen, weil ich da diese Rahmen benötige. Okay. Gut zu wissen. Das war das Zwischenspeichern. Was habe ich denn jetzt hier noch? Kupfer. Oh, Kalkstein. Hervorragend. Ich hätte gerne, noch eine weitere Eisenvorkommen. Haben wir hier was? Kalkstein. Wohl nicht. Ja, dann muss das erstmal reichen. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das einzige... Oh, schaut, 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 schaut. Ich habe etwas abgeschlossen. Ich habe etwas abgeschlossen. Zurück zur MEM. Story-relevant. Huhuhu. Spaß! So, schnell noch das Schneckchen holen. Das möchte ich dann doch gerne haben. Oh, Vorsicht. Ui, 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 ui. Das sieht ja grandios aus. So. Wupp. Und zurück zur Basis. Ich benötige weitere Baustoffe, um die Stahlproduktion hochzufahren. Beton. Und natürlich diese, oh Gott, wie heißen die? Ja, hier, diese hier. Modulare Rahmen. Das sind schon mittlerweile Wege, die ich hier zurücklegen muss. Da wäre es doch tatsächlich dann wirklich gut, alsbald einen Hypertube zu realisieren, damit ich mich schneller quasi von der Hauptbasis zum Stahlstandort oder auch hier zu meinen Kraftwerken bewegen kann. Wir schauen mal. Ah, Moment, das schaut doch mal ganz gut aus. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe es eingeschaltet. So, hier holen wir uns doch mal gleich ein bisschen Beton. Oh, herrlich, Beton. Habt ihr gesehen? So viel Beton. Übrigens, fast vergessen zu sagen, ich habe zwei Linien für die Betonproduktion. Denn hier auf der anderen Seite vom Weltraumlift gab es auch noch eine Ressourcenquelle für Kalkstein, die habe ich natürlich auch angezapft und produziere hier ebenfalls Beton. Ciao! So, und hops! Wir können auf alle Fälle schon Rotoren, Draht. So. Und die Eisenstangen schon reinlegen,
bei dem modularen Rahmen fehlt es natürlich noch ein bisschen, aber immer das machen, gehen wir jetzt hier rein. Ich habe eine Festplatte. Und diese Festplatte bietet mir drei Rezepte an. Und zwar ein alternatives Rezept für verdichtete Kohle. Das finde ich schon sehr gut, weil ihr lest selber, ne? Verdichtete Kohle, eine wesentlich effizientere Alternative zu Kohle, wird als Kraft- oder Treibstoff für Fahrzeuge und Kohlegeneratoren verwendet. Das heißt, damit kann ich effektiver meine Kohlekraftwerke betreiben. Hervorragend, schöne Sache. Hier aber auch sehr interessant, nämlich ein alternatives Rezept für meine verstärkten Eisenplatten, die hier verschraubte Eisenplatten heißen. Die brauchen nach wie vor Eisenplatten und Schrauben, aber in einem anderen Verhältnis. Dann haben wir Biokohle. Ah, okay, da könnte ich quasi aus aus dieser Biomasse könnte ich dann Kohle produzieren. Mache ich nicht, ich will das hier. Oh, die zweite legen wir mal los. Das ist gut. Also diese verdichtete Kohle, das wird hervorragend. Das wird hervorragend. So, zack. 25 Stück schon, das reicht noch nicht. Ja, komm durch. Hui. Hinauf. So, hier zu den verstärkten Eisenplatten. Ah, das sieht gut aus. Hoi. Dann gehen wir doch gleich mal hier zu den Rotoren. Immerhin 24 Stück schon wieder produziert. Die nehme ich doch gerne mit. Hoch, runter, hoch, hoch. Und jetzt geht es hier lang wieder zum Stahl. Moment. Ja. Ah. Hier habe ich vor uns gar nicht gesehen. Hier habe ich ja noch ein weiteres Eisenerz verkommen. Hervorragend. Da. Vielleicht brauche ich das. Eine Gießerei verarbeitet, wie gesagt, Kohle und Erz zu Stahlbarren und zwar im Verhältnis 1:1. In der Minute verbraucht eine Gießerei 45 Einheiten pro Ressourcentyp, das heißt 45 Kohle, 45 Eisenerz. Mit den beiden Minern, die ich jetzt schon aufgestellt habe, kann ich also eine einzige Gießerei betreiben. Ein bisschen wenig. Aber besser als nichts. So, da bin ich. Ich habe genügend Ressourcen. Und ich werde sie einsetzen. Und zwar so. Was mir übrigens eingefallen ist, ich brauche für diese Foundations mittlerweile, also seit dem Update 5, neben dem Beton auch die Eisenplatten. Was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil ich finde, dass diese Foundations sowieso die Eisenplatten benötigen. Schaut sie euch mal an. Dieser Rahmen, das ist für mich Metall. Also Eisen. Ist damit ein natürliches Produkt, was ich dafür benötige. Also alles gut. Alles gut. So, jetzt gehen wir mal hier hin.
das mal. Ich will hier ein bisschen runter. So, jetzt holen wir uns die Stromleitung hier hin. Produktion, Gießerei. Na, wie machen wir das jetzt mal? Moment. Das wird jetzt mal spannend. Ich werde mal die Gießerei hier hinstellen. So. Ich lasse mich mal nicht lumpen. Ich stelle zwei hin. Stahlbarren. Hier seht ihr. 45 Eisenerz und 45 Kohle in der Minute. Ich habe jetzt hier zwei hingestellt. Das heißt, ich könnte hier 90 Ressourcen pro Minute und Ressourcentyp verarbeiten. So viel habe ich gar nicht. Aber das macht nichts. Halt, Fusionator ist falsch. Ich brauche den Splitter. Und zwar... So. Und... So, das verbinden wir jetzt. Zack. Zack. Da brauchen wir 90, ne? Wenn wir es richtig machen. Bis hier. Och nö. Ah, ich bin dafür, dass man diese Splitter auch, wenn man sie schon aufgestellt hat, nochmal drehen kann. Das wäre super. So, und rein. Jetzt hat. Moment, jetzt muss ich mal kurz, habe ich das richtig gemacht? Nicht schön, aber fein, funktioniert erstmal. So, das machen wir jetzt auch hier. Und ich komme von da. Den machen wir wieder weg und hinunter. Und rüber. Und hinunter. Bevor ich mir hier den Hals breche, machen wir das doch glatt so. Fein. Also Kohle haben wir schon mal angeschlossen, das ist hervorragend. Jetzt! Na, ich habe nicht genügend von den verstärkten Eisenplatten, deswegen nehme ich hier mal ein MK1-Band. Schmeiß das jetzt hier einfach so rüber. Leider zu weit. Moment. Hoppala. Also wie gesagt, schön ist es nicht. Aber es soll ja erstmal funktionieren. Es soll erstmal funktionieren. Den Schönbau, den machen wir später, wenn ich genügend Ressourcen und Möglichkeiten habe. So,
jetzt gehen wir hier hoch. Und ich würde mal sagen, das stellen wir mal hier hin. Hier hin. Hier stellen wir noch das Rezept ein. Hurra! Und schon kriege ich Stahlbarren, wenn das Zeug hier langsam mal angeliefert wird. Ah, wird es natürlich nicht. Was habe ich vergessen? Richtig. Strom. Die Strömlinge müssen fließen. Ansonsten wird es doch nichts. Zweite MAM-Forschung ist fertig. Die werden wir uns sofort anschauen. Zuvor jedoch. Was brauche ich denn? Konstruktoren? Schauen wir mal. Ich mache jetzt wirklich eine sehr einfache Produktionskette. Nicht genügend Freiraum. Wieso? Achso. Das muss auch noch so schief gemacht. Ach so, ja, weil die Eingänge anders sind. Meinetwegen. Wie machen wir das? Ich mache das mal so. Und ich mache das mal. Stahlrohr. Ja, machen wir es mal so. Muss ich mal überlegen. So. So. Foundations. Organisation, Lagercontainer, einmal für die Stahlträger und einmal für die Stahlrohre. Wie gesagt, ist nicht schön, aber es soll ja nur funktionieren erstmal. Da hört ihr es. Hört ihr es? Es funktioniert! Hohohoho, da habt ihr es gesehen, die ersten Stahlbarren gehen raus und werden auch sofort weiterverarbeitet zu Stahlträgern. Da habt ihr es gesehen, der erste Stahlträger und hier drüben die ersten Stahlrohre. Hervorragend, Stahl läuft. Wunderbar. Hervorragende Sache, wie ich finde. Moment, jetzt schaue ich nochmal. Mal sortieren hier. Sortieren ist immer gut. Ich habe noch 43 verstärkte Eisenplatten. Das passt natürlich hinten und vorne nicht. Da brauche ich jetzt mehr. Sei es drum. Ich habe Stahl am Start. So schnell geht's. Oh, schaut mal den Sonnenuntergang. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Beleuchtung, zumindest jetzt hier erstmal im Freien, finde ich hervorragend. Das haben sie wirklich schön gemacht. Seit Update 5 steht nämlich DirectX 12 Unterstützung zur Verfügung
Und damit, Entschuldigung, damit ist natürlich das Lichtmanagement etwas verändert worden. Innerhalb von geschlossenen Räumen ist es jetzt natürlich wahrlich dunkler. Ja, weil halt kein Licht reinkommt. Hohohoho, welch Überraschung! Und deswegen muss man hier ein bisschen mehr mit Licht arbeiten, also mit Lampen. Die stehen mir natürlich noch nicht zur Verfügung. Und ich bin, jetzt geht der Mond auf. Und ich bin gespannt, wie das hier wird, wenn ich noch keine Lampen selber habe. Ich kenne Lampen noch nicht. Also ich weiß nicht, wie sie produziert werden. Bin ja noch dumm. So, hier. Ne? Den kann man jetzt abreißen. Das reißen wir ab. Ich würde mal sagen, den reißen wir auch ab. Und da haben wir das hier doch schön zurückgebaut. Hervorragend. Na nün, hier wird nichts mehr produziert. Arbeit adelt, meine Herren. Ran an die Buletten. Noch seid ihr nicht verloren. So. Was mir jetzt hier fehlen, sind wieder die verstärkten Eisenplatten. Zack. Die brauche ich jetzt. Die brauche ich jetzt wirklich für die modularen Rahmen, damit ich einen Meilenstein abschließen kann, als auch für die Fließbänder, um das MK3 Fließband zu benutzen. Was ich wiederum brauche, um mehr Kohle zu meinen Kraftwerken zu schaffen. Ihr seht, so greift ein Ding in das andere. Und diese Abhängigkeiten werden in diesem Spiel größer und größer und umfangreicher und umfangreicher. Das macht den Reiz aus, ne? So, ob nur noch 15 drin. Und hinterher. Das Schneckchen wandeln wir schnell mal um. Und schauen mal, was haben wir denn? Aha, aus Stahl können wir jetzt Schrauben produzieren. Das ist interessant. Und aus Stahlrohren und diesen verstärkten Eisenplatten können wir jetzt die Stahlrahmen produzieren. Hm. Das finde ich jetzt interessant. Ich kann aus 5 Eisenbarren 20 Schrauben erzeugen. Moment, jetzt schaue ich mal. Normalerweise, das Standardrezept heißt, aus einer Eisenstange mache ich 4. Ja, das Gute ist, bei diesem Rezept spare ich mir die Eisenstange ein. Das heißt, damit spare ich mir Konstruktoren ein, die Eisenstangen herstellen, und damit spare ich Energie ein. Jetzt ist die Frage, ich werde wahrscheinlich jetzt hier pro Minute weniger herstellen, wenn ich das nehme, aber ich nehme es trotzdem. Ja. Ich mache das einfach. Und ich schaue gleich mal zu meiner Produktion hier. Also, was könnte ich denn einsparen? Hoppala, Moment. Diese hier, diesen Schritt, den kann ich mir komplett einsparen. Das sind jetzt hier in diesem Fall 4 Konstruktoren.
4 Megawatt. Also ich würde 16 Megawatt einsparen. Und ihr seht, ein Eisenbarren erzeugt eine Eisenstange. Ne? So, jetzt schauen wir nochmal. Das heißt, aus einem Eisenbarren im oberen, im Standardrezept, bekomme ich aus einem Eisenbarren 4 Schrauben. Und unten im alternativen Rezept 1 bekomme ich aus einem Eisenbarren, Obacht, 4 Schrauben. Das heißt, ich habe keine Einbuße, sondern tatsächlich einen Vorteil, weil ich weniger Strom benötige, weil ich weniger Konstruktoren benötige und damit benötige ich weniger Platz. Und ich würde mal sagen, Jungs, das bauen wir jetzt um. 15 pro Minute. Moment, das machen wir jetzt mal anders. Zack. Pro Minute. Oh, ich habe jetzt hier ein anderes Verhältnis. Ja, nee, halt. Ich habe dann hier ein anderes Verhältnis. Das macht 25. Der hatte 30. Ich habe jetzt irgendwie einen Denkfehler. Weil nach meiner Rechnung brauche ich dann ja nur 50 Barren pro Minute. Um die 250 herzustellen. Ha! Verdammt! Aber um das zu machen, muss ich hier die Zuleitung anders legen. Ansonsten laste ich... Ach, das ist egal jetzt hier. Das stimmt jetzt hier sowieso nicht. Moment. Was ist denn das? Das ist ein Fusionator. Das ist ein Fusionator. Das ist doch okay. Alternativ. Weg. So, das alles weg. Kann ich die nämlich hier abreißen. So. Moment mal, das machen wir hier anders. Logistik. Fusionatoren. Logistik ist doch richtig. So, oh, ich brauche wieder diese Eisenbänder, verdammt. So. Thank you.
Und schon haben wir's. So, ich schau nochmal. 50 pro Minute, das heißt, hoppala, das war wieder ein Speicherpunkt. Ich habe 200. Okay, 200 Schrauben pro Minute. Und das sind natürlich viel mehr, als hier meine Bänder fortschaffen können. Weil ich habe hier nur ein MK2-Band, was 120 macht. Hier, schaut, 120 Ressourcen pro Minute. Das heißt, ich benötige ein schnelleres Band. Miau. Wie bekomme ich ein schnelleres Band? Das ist jetzt die Frage. Bevor ich die beantworte. Wupp. Hauen wir hier noch schnell ein bisschen was rein. Füllen mal hier wieder unsere Biotreibstoffgeneratoren auf. Nicht, dass die hier irgendwie auslaufen. So. Und schauen mal hier rein. Ich bin jetzt gerade auf Transport. Oh, hier, ein Zweier, ein MK2-Miner. Okay, die Hypertubes. Da, Förderband MK3 befördert bis zu 270 Ressourcen pro Minute. Oh, das ist gut. Und ich habe einen Energiespeicher, okay. Und das Schöne ist, die produziere ich ja schon. Ich stelle die ja schon. Oh, Leute! Leute! Und das hier auch. Oh Gott, oh Stahlbeton. Ah, brauche ich ja noch nicht, okay. Ich brauche Rotoren. Ich brauche Draht. Oh ja, das kriegen wir doch hin. Aktiver Meilenstein. Moment, jetzt machen wir erstmal das fertig. So, klick. Das war nur 25. Ich habe 50 gesehen. Egal. Zack. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. Vehicle stations have built in functionality to refuel and restock or collect parts. Meine Drohne ist nicht da. Zur Hilf! Zur Hilf! Gut, weiter geht's. Fortgeschrittene Stahlproduktion oder Logistik. Ha. Ganz ehrlich, ich nehme die Logistik. Und als letzte Maßnahme in dieser Folge turtel ich jetzt tatsächlich nochmal zu meiner Stahlproduktion. Das dauert ein bisschen, ich weiß. Und hole die ersten Stahlprodukte ab. Und natürlich die Rotoren. Das seht ihr, Rotoren, die werden momentan ein bisschen unterversorgt. Ich bekomme nicht genügend Rotoren. Na nö, sehe ich da hinten rote Lichter?
Schneller, schneller. Das sind doch... Oh Gott. Ist das rot? Rot heißt, da stimmt was nicht. Ich brauche hier einen Hypertube. Nee, ist kein Rot. Die sind grün bzw. gelb und was so rot geschienen hat, ist letztendlich die Gießerei selbst. Hahaha, hervorragend. Hervorragend! So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich hier schon produziert habe. Zack, rum. 132, nicht schlecht, plus, wow, 350, 20 pro Minute, 15 pro Minute, aha. Tja, wer sagt denn, dass Marmelade keine Kraft gibt? Das läuft. Das läuft. Ich kann damit den Meilenstein auch noch nicht abschließen, weil so viele Ressourcen habe ich auch nicht. Aber ich bekomme es. Und zwar in sehr absehbarer Zeit. Dann habe ich MK3-Bänder. Damit kann ich die Bänder für meine Schraubenproduktion oder in meiner Schraubenproduktion ersetzen. Durch solche, die 270 Ressourcen in der Minute befördern und somit beschleunige ich die Schraubenproduktion. Mit der Schraubenproduktion wieder hin beschleunige ich dann die Produktion der Rotoren, weil die dann ausreichend mit Schrauben versorgt wird. Und das ist doch eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. 120, 240 und ich könnte vielleicht tatsächlich noch einen dritten Fabrikator aufstellen, der verstärkte Eisenplatten macht. Da kriege ich dann diese Produktion auch noch um ein Drittel höher. Und wenn das nicht schön macht, weiß ich auch nicht. Sieht das sehr gut aus. Hier wird ordentlich produziert. Das gefällt. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier rein. Ha! Super. Nein. Und? Mir fehlen nur noch, also und 68 von diesen Stahlträgern. Und dann hab ich's. Dann hab ich's. So, die tun wir mal hier rein. Leeren mal mein Inventar ein bisschen aus. Die Blüten kommen rein, die kommen rein. Die Eisenbarren, ach, die kann ich verarbeiten. Oh, hier kommt nichts um. Gar nichts kommt hier um. So, hervorragend. Hier noch ein paar Eisenstäbe. Nicht, dass ich hier irgendwie leer laufe. Nochmal 18 Stück, die tun wir rein. Beton, Beton, Beton. Ach, Beton holen wir jetzt nochmal ab. Und dann beende ich diese Folge von Satisfactory im Early Access
experimenteller Bild Update 5. Ja, seht ihr das im Wasser, die Spiegelung? Das ist natürlich nicht gewünscht. Da muss anscheinend noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Genauso die Sache mit der Drohne. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Das ist zwar jetzt nur kosmetisch, aber mich stört das. Ich will meine Drohne. Ich will sie sehen. Ich will sie starten sehen. Ich will sie landen sehen. Oh, fertig. Jetzt habe ich genügend Beton. Das läuft hier schon. Das ist gut. Und wenn ich jetzt mehr Schrauben an den Start bekomme, das kann man ja schon mal machen. Verbrauchen die quasi 180 Schrauben in der Minute, was heißt, dass ich 90 Schrauben hier weiterleiten kann zu meiner Rotorenproduktion. 90 Schrauben in der Minute und die brauchen 200. Ja, sind immer noch mehr als sie jetzt bekommen. Moment. Dann erforsche ich den Miner MK2, ersetze den Miner hier unten, also den hier, und kann hier noch weitere Schraubenproduzenten quasi noch etablieren. Also noch weitere Gießereien und weitere, Schmelzer und noch weitere Konstruktoren. Damit erhöhe ich meine Schraubenproduktion und alles ist wieder gut. Hervorragend! So machen wir das. Wir haben einen Plan für die nächste Runde. Wir schließen erfolgreich weitere Meilensteine ab für die Stahlherstellung bzw. für den Miner MK2. Vervollständigen hier unsere Produktion und optimieren sie. Und das ist jetzt neu, werden den Weltraumlift letztendlich wieder höhere Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil der benötigt Dinge, damit wir die nächsten Meilensteine freischalten können. Und das gehen wir in der nächsten Runde an, wenn es wieder heißt Satisfactory im Early Access Experimental Build Update 5. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß an allen Dingen, die ihr tut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.